Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Duddle Buddy mit Warhammer 40k Space Marine 2. Heute mal wieder mitten am Tag eine kleine Session, weil ich mir einfach die Zeit nehme. Wenn ihr Spaß habt, Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Und Leute, ich möchte immer noch mal wieder gerne darauf hinweisen, dass wenn Zeit da ist und Bock, Interesse und ihr auch Lust habt zu chatten, das Ganze live zu erleben, unter twitch.tv/duddle-buddy könnt ihr mich auf Twitch besuchen. Und in der Regel abends, so zwischen 21.15 und 21.30 gehe ich meistens dann live in der Woche und dann können wir das Ganze auch live genießen. Damit ihr Bescheid wisst. Und auch YouTube. Ne, wisst ihr Bescheid? Ich wollte aber eigentlich Twitch sagen. Twitch, ich bin noch auf YouTube. Auch hier, jedes Video wird dann wiederum auf YouTube exportiert, archiviert, mit Kapitelmarker versehen. Das heißt, ihr könnt hier ganz bequem, entspannt durch die einzelnen Episoden durchskippen. Und genau auch das suchen, was ihr vielleicht braucht oder was ihr gerade sucht, was euch interessiert. Leute, wir gehen rein. Warhammer 40k Space Marine. Und ich lade schon mal im Hintergrund die neue Mission. Wir haben ja die letzte abgeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das war. War das Lehrenlied? War es, genau. Wir sind ja in einen Hinterhalt geraten. Chaos hat sich so ein bisschen eingemischt und dann wollte so ein bisschen auslösen, dass eine kleine Morderei bei uns passiert im Team. Denn Gadrian, es gibt ja einen Kollegen, der ist sowieso immer so ein bisschen misstrauisch, schon die ganze Zeit, weil wir so geheimnisvoll sind, beziehungsweise wir kommen ja auch aus der Dark Watch, oder Death Watch. Sorry, Alter, ich weiß es gar nicht, ne? Ich kann es mir gar nicht merken. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist die Death Watch. Und, da hält er natürlich so ein bisschen dicht. Ne? Wir waren jetzt beim Ordenspriester, ihr seht es hier gleich im Hintergrund, ich mache mich mal eben aus dem... Moment. So, Leute. Der Orbit von Demerium. Ja, mit unserer Schlachtbarke haben wir jetzt Demerium erreicht. Wir haben einen neuen Auftrag. Wir gucken uns an, was wir zu tun haben. Und wir gehen rein. Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Warhammer 40k Space Marine. Zuletzt gequatscht hier mit dem Ordenspriester. Ne? Wenn ihr das sehen wollt, gönnt euch das Ganze in der letzten Episode. Wir gehen rein. Heute mal mit Klüsenverstärker. Oh, was ist das hier? Ich bin nicht extrem gepimpt, so. Ich muss mal ein bisschen beiseite machen, sonst habe ich hier das Kabel zwischen meinen Fingern hängen. Das ist auch nicht gut, du. Nee, nee, nee. Oha, das ist aber hier Spezialeinsatztrupp. Hier ist ja komplett die ganze Riege am Start heute. Männer, ich drücke den Knopf. Festhalten. Männers. Seid bereit, Männers. Und Frauen, würde ich auch sagen, aber Frauen sind nicht dabei. Der Feind hat den Großteil seiner Truppen im Numerellion-Becken versammelt. Gadriel. Thalassa hat das Warp-Leuchtfeuer. Viridian hofft auf ein Wunder. Der Rest von uns wird die Reliquiare um das Becken herumräumen und einen Landekopf errichten. Wir werden es auf dem Merium mit einer Unmenge an Feinden zu tun bekommen. Ja, wie sonst auch, also. Der heretische Abschaum da unten hat Zorn in den Herzen der zweiten Kompanie gesät. Mhm. Wir werden den Verrätern solche Qualen zufügen, wie sie zuletzt während der Schlacht von Prospero ertragen mussten. Ach hier, da. Sie werden leiden, sie werden scheitern und sie werden fallen. Söhne Gillimans, zum Ruhme Ultramars! Zum Ruhme Ultramars! Ja, da gab es mal eine dezente Ansage. Und jetzt wird Krieg geführt, Freunde. Ja, also es ist eine größere Schlacht. Es gibt neue Kriegsausrüstung in der Rüsthalle. Dann fahr mal runter den Laden. Mauritius. Da ist er. Der hockt den ganzen Tag da oben in diesem Ding, oder? Titus. Moin. Möge der Orden des Sire Sie segnen. Ja, der Orden des Sire. Leo, könnte Rüstung vom Typ X Tacticus einen suborbitalen Abwurf überstehen? Typ X Gravis ist zu sperrig für uns. Negativ. Extremes Risiko. Auf ihrer Flugroute liegen dichte Trümmerfelder. Okay. Aber wenn wir den Trümmern ausweichen würden, könnten wir den Fall überleben. Berechnung läuft. Überlebenschancen liegen bei 62,4136%. Ist doch gut. Absolut inakzeptabel. Okay, ist doch nicht so. Danke, Galio. Danke, Galio. Und der Orm des Haier, Alter. Grüße gehen raus an Orm des Haier und seine Eier. So. Ein Orbitalabwurf ohne Gravis-Rüstung? Das ist die beste Strategie. Gratis Rüstung? Zu 38% schief geht. Unsere Quote wird heute noch deutlich geringer sein. Okay. Aber wir haben noch nichts Neues, was will er? Wir haben das schwere Boltgewehr im Storni. Das behalten wir auch. Und wir haben die Boltpistole. Die wechseln wir auf jeden Fall.
Wir nehmen wieder die Plasmapistole, aktivieren den Spaß, gehen raus. Hier haben wir nichts verfügbar. Aussehen haben wir auch nichts Neues. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, wann diese Dinger hier kommen, ob das DLCs sind, ob die freigeschaltet werden. Irgendwann im Laufe der Kampagne. Leute, Fragen über Fragen, ich kann es euch nicht sagen. Gadriel, Sharon, Alter, mir nach. Wir gehen jetzt los. Die Schlacht ruft. Guck mal, da warten sie schon alle. Moin, Männers. Kann losgehen. Battle ready. Den Worten unseres Captains ist nichts mehr hinzuzufügen. Nee. Lasst mich nur etwas zu den praktischen Belangen sagen. Okay. Die Heretiker werden alles tun, um uns hinters Licht zu führen. Ja, das werden sie. Ihr werdet Lügen und Täuschungen ausgesetzt sein. Ihr werdet euch dort unten auf nichts verlassen können, außer eure Brüder. Vertraut einander und euren Instinkten. Jetzt geht und macht unseren Feinden den Garaus. So. Für den Imperator! Die Bude ist ready. Für den Imperator! Geh an Bord des Thunderhawks, Gunships. Baby. So, und wir fliegen los. Aufi, aufi. Ich gönne mir heute mal einen Red Bull mitten am Tag. Wir haben es jetzt 11:30 in der Glock. Ne, kann man das mal machen. Ja, aber nicht so viel davon trinken, Leute, weil sonst werdet ihr ja auch ganz hibbelig und komisch im Kopf. Glaub mir. Sinkende Dämmerung. Demerium. Lois befindet sich in einer Anlage des Adeptus Mechanicus, die vom Feind eingenommen wurde. Die Verrätertruppe unter Imaumubaba. Führung schlagen alle. Was? So schnell kann ich gar nicht lesen, Mage. Also ich weiß jetzt nicht, was wir machen müssen. Ich habe die Ziele gar nicht gelesen. Leute, Leute! Hast du das schon mal gemacht? Sieh mal in eine Landung in einem Kampfgebiet zwischen Feinden und brennenden Wrackteilen in der Flugbahn. Exakt. Exaktoment. Nein, wird mein erstes Mal. Okay. Der Codex Astartes ist gegen solche Aktionen. Aber irgendwie habe ich Lust drauf. Na, ja, er taut langsam auf. Bleibt zusammen. Wir können uns nicht neu formieren, wenn wir getrennt werden. 60 Sekunden. Helme. Sir? Es tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung ja. Für mein Verhalten auf Avarax. Ist angenommen. Schon in Ordnung. Ich habe euch einfach so misstraut. Euch fast getötet. Als junger Captain hinterfragte einer meiner Männer meine Absichten. Ich ignorierte seine Worte. Ich habe dafür bezahlt. Du wurdest misstrauisch, weil ich deine Zweifel nicht ausgeräumt habe. Leider mein Fehler. Suborbitaler Abwurf bereit. Es ist eine Ehre, mit euch zu kämpfen. Uns auch, Bruder. Brother. Du stammst von Karth. Dann lasst uns ein paar Schulden begleichen. Ja, Sir. Und los geht die wilde Fahrt. Oha, wir müssen fliegen. Fliegen. Die Trümmer stören mein Ostex. Oh, Leute. Okay, hui. Oh. Wir schaffen das. Konzentration. Ist aber recht leise. Oh, oh. Junge. Voll abgekriegt, den Trümmer, das Trümmerteil, du. In die Rübe, du. Oh. Oh, hier müssen wir rüber schwenken. Oha, was machen wir denn hier jetzt? Oh, durchs Fenster durch. Oh, ah. Junge, Junge, Junge. Alter, hier ist aber Hitze. Bisschen Feuer. Oh, was ist das? Oh, oh. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh. Vollgas. Boah, Alter. Das ist aber äußerst wackelig hier. Was ist das denn für ein Vieh? Boah, Alter, wir glühen schon. Wir sind so schnell. Ich kann da nicht. Das Rohrleuchtfeuer. Oh, ich suche mir einen neuen Job. Ja, Eintritt in die Atmosphäre in wenigen Sekunden. Ich gehe raus. Over. Er lädt. Er lädt. Na, da kann ich ja mal ganz kurze Werbeeinblender machen hier, ne? Leute! Heute gesponsert von Red Bull. Nehm Gesöff aus dem Döschen raus. Und in dem Sinne geht's weiter. Flup. Ach, lecker, schmecker. Ich nehme mal einen Schluck, ne? Und aller Quietness hier hin.
Oh, lecker. Aprikose. Oder auch Aprikot. Steht zumindest auf der Dose. Aprikose steht auf der Dose, ne? Wisst ihr, ich meine? Aprikose. Oh, Herr Erdbeer, jetzt geht's hier wieder rund, du. Mal gucken. Dass ich hier nichts verpasse. Demerium, Ödland. Tag 7, 20.23 Uhr und 38 Sekunden drin. Oha, hier ist aber einiges am Schweben. Ja, Leute, kämpfe dich zum feindlichen Schiff vor. Und damit, heartily welcome zum Gemetzel today. Yep, ich hab einen Hammer, Leute. Leute. Boah, leck mich hart an meinen kleinen, harten Gehänge. Oi, 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 oi. Alter Vater. Jetzt geht's hier aber richtig ab. Ui, 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 ui. So, die haben wir mal weggemacht, würde ich sagen. Was ist da oben los? Kann ich mal jemand wegmachen da oben? Wir müssen uns mal irgendwie heilen, ein bisschen. Yep. Moin. Da gibt's direkt aufs Schnäuzchen, mein Freund. Nee, wirst du nicht. Boah, hier ist voll das Grab. Hier sind voll die Gräber, Alter. Wo müssen wir denn hin? Hier hin? Ich geh mal gucken, weil wir brauchen noch einen Stimmy. Aber ich denke, das werden wir hier nicht finden. Aber hier ist auch falsch. Hier ist ja nichts mehr. Auf was schießt ihr hier eigentlich, Leute? Boah, ich brauche Heilung. Ich hätte gerne ein bisschen... Oh, was ist hier denn los? Da steht noch einer. Der hat sich hier hingeschlängelt. Ah, ich schieße daneben. Ich weiß, Leute. Den schnappen wir uns. Bam! Aus der Rüstung rausgezimmert, den Typen. So, wir fliegen mal rüber. Unterwegs. Bam. Zack. Ah. Ausweichmanöver einleiten. Und Angriff. Ja, das war zu dritt, Junge. Da hat er aber auch keinen Stich gehabt. Nee, hey, Kollege. Hey. Hupala. Der Weg ist so frei. Ich wünschte, das wäre so, aber... So. Oh. Salazar, wir sind am Boden und in Bewegung. Statusmeldung. Ja, die Rüstung wird aufgeloadet. Wir nähern uns jetzt der Schlachtbarke. Ihr seid vor uns. Kontaktiert uns, wenn die Atreus startbereit ist. Das werden wir. Entschuldigung. Wir lassen zu, dass sie vor uns am Ziel sind, Bruder? Heute nicht. Heute nicht. So, gehen wir hier runter ins Gefecht. Bam. Da, Simi. Den brauchen wir sofort. Lade nach. Und wir müssen nachladen, unbedingt. Aufgefüllt. Was haben wir denn hier? Bolt-Scharfschützengewehr? Nee. Kettenschwert? Unbedingt nee. Plasmabrenner? Nö. Was haben wir hier? Meldergewehr? Nee. Ein Meldergewehr muss her, du. Nee, das ist nicht so geil. Ich glaube, das ist diese Thermalwaffe, ne? Muss nicht sein. Bin ich ehrlich. Obwohl, hier, warte mal. Scharfschützengewehr wäre geil, ne? Vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Ja, komm. Wir gönnen uns. Oha. Jetzt bereue ich es schon wieder. Naja, egal. Wir machen von hinten. Oh, shit. Der erholt sich. Was ist denn los mit dem, Alter? Ich muss die Waffe tauschen. Das war komplett für'n Arsch. Komplett. Wo ist meine Knarre? Nee, das war's nicht. Hier war's. Schweres Beutgewehr. Das ist ja lächerlich. Lächerlich, Angriff. Oha. Ein Hexer.
Oh, alter Vater. Das war eine Mega-Rüstung. Oh. Der hat uns mal. Wir haben uns mal direkt einen mitgegeben. Sprungmodul aktiv. Zurück in den Raum mit dir. So, den weg. Oha. Nicht so geil. Was stimmt mit ihm nicht? Mach ihn weg. So, Rüstung. Aufgefüllt. Hier war das komische Ding, das muss weg. Das kriegen wir nicht weg gerade. Das können wir doch irgendwie deaktivieren, theoretisch. Aber geht gerade nicht, wir sind mitten im Kampf. Oha, hier. Das war knapp. Freunde, das war knapp. Ist vorbei. Ja, komm. Oh, das ist so einer, ne? Hier, komm. Kannst deine eigene Medizin mal schnabulieren? Du speist keine Heresie mehr, Hexer. Nö, nö. Der hat's erlebt, würde ich sagen. Da können wir auch rüber. Zerstört ihn. Zerstört ja, ihn. Bruder. Bruder. Mach die Passage free. Altar zerstört. Läuft. Wo müssen wir hin? Alles oha. Halt! Er wird langsamer. Heretische Hexerei. Ohne Frage. Hält auf das aber Ding. So kommen wir zu unserem Ziel. Okay. Eine Falle sein. Wir gehen hier lang, würde ich sagen. Die Zeit ist knapp. Wir gehen das Risiko ein. Vorwärts zur Kathedrale. Geht vorsichtig weiter. Oh. Oh! Junge! Uiuiuiui. Ui, ui, ui. So. Hier hoch. Wir sind fast da. Was ist euer Status? Der schlafende Riese wird schon bald erwachen, Bruder. Oh, hier ist schon wieder Gemetzel. Signal. Nee. Doch, wo sind sie? Ein Schlüssel. Neun Schlüssel. Neun Augen, die nicht sehen. Keine Sachen hier. Hier liegt nix. Hört ihr das? Burgs Geisterstimmen. Ignoriert sie. Keine Muni. Keine Stimmies. Und weiter hoch. Honi. Stimmy wäre geil. Gibt's hier nicht. Was haben wir denn hier? Sprenggranate. Nehme ich mit. Benutze ich eh viel zu selten. Ich weiß, Leute, ich weiß. Wo müssen wir hin? Hier hoch. Standortwechsel. Ups. Oh, da runter wahrscheinlich. Aha, was haben wir denn hier? Platzieren wir mal einen Sender oder irgendwas. Talassa, wir übertragen jetzt das Zielsignal. Okay. Euer Signal ist nur schwer auszumachen, aber ich habe es. Ja, dann hast du es doch. Warum? Ihre Daten sind nicht klar lesbar, Leutnant. Bleiben Sie in der Nähe des Ziels. Halte die Stellung. Bis die Schlachtborge das Ziel erfasse. Wenn wir zurückgedrängt werden, verfehlt die Atreus ihr Ziel. Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen abschlachten. Nichts wird uns davon abhalten. Wir müssen auch mal ein bisschen. Oha, hier. Wir werden erst dann Ruhe finden, wenn dieser Turm gefallen ist. Da schnetzeln wir auch einfach ein bisschen durch, würde ich sagen. Da machen wir auch die Sprungattacke absolut zu unserem Freund. Aber hier ist nix, kein Stim, oder? Ich gehe da jetzt runter, ist mir jetzt egal. Oder? Nee. So, zack, komm. Kein Stim, auch da unten nicht? Ja, ja, ja. Moin. Da, ein Stimmy Wimmy. Gib mir das Stimmy, Alter. Zielfixierung jetzt. Leite Signaldaten durch die Telemetriesysteme.
es wurden zahlreiche von Signalstörungen verursachte Fehler erkannt. Flugbahn wird berechnet. Oha, wir brauchen unbedingt Energie. Ja, sehr gut. Ja, ist mal nötig. Schnell rein. Und direkt wieder hoch, wenn es geht. Yep. Ja, ein bisschen schnetzeln hier. Oh, shit. Komm. Belebe ich wieder, bitte. Sprenggranaten, ja, ich weiß. Von wo schießen sie eigentlich gerade? Oh, da drüben. Da gehen wir mal hin. Boah, Alter. Schnell mal ein bisschen Rüstung hochschnäppeln hier. Weg ist er. Terminator gefallen. Start. Verlasser. Und du? Komm. Rein. Auf jeden Fall Rüstung. Mach sie alle weg. Oh, was passiert nun? Das war ein Antrieb. Seht! Die Schwert von Atreus wird ihrem Namen wirklich gerecht. Das verschafft uns Zeit, aber wir müssen schnell sein. Solange der Feind Aurora steuert, stehen unsere Chancen schlecht. Uiuiuiui. Alter, dass das Ding da richtig reingezimmert. Titus, wir haben gerade einen heftigen Energieschub in der Aurora-Anlage wahrgenommen. Los. Wahrscheinlich versucht er, das Gerät zu benutzen. Oder jemand anders. Was auch immer es ist, es wurde nicht vom Adeptus Mechanicus genehmigt. Es muss aufhören. Stalker-Bolt-Gewehr? Das nehme ich mal, weil das ganz geil ist. Ich nehme das einfach mal, weil es echt ein gutes Gewehr ist. Es hat sich im TÜV echt gut bewährt. Ist noch nie durchgefallen. Stiftung Warentest auch gut mit der Note 1, 4, würde ich sagen. Scheiße! Das war kacke. Ich wollte eigentlich gerade einen Sprung machen, habe aber nicht gesehen, dass wir die Düsen gar nicht mehr haben. Oh, da oben. Bald treffen wir dich in Fleisch und Blut. Da. Und nehmen dir dein Leben. Behalte das als Abschiedsgeschenk. Mach dich weg, Junge. Ich warne dich nur, ne? Das war Imura. Der will auch noch aufs Fressbrett haben. Kann er auch kriegen. Da sind wir äußerst flexibel und auch nicht sparsam mit der Munition. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Was haben wir denn hier unten? Das sieht auch nach einer Data Kong. Oh, yeah. Ein Data-Block. Das hat schon so grün geleuchtet. Magos Ekaterina Malvolos analoges Backup-Block 8.6.C21P. Okay. Entschlüsselungsverfahren von Datenmeterset unbekannter Herkunft ist zu 0,1 Millionstel % abgeschlossen. Mir bleibt einfach nicht genug Zeit, um so viele Geobytes zu analysieren. Die Gruft sind angegriffen und wir haben unsere Erkundung gerade erst begonnen. Möge der Omnissiah mich zu etwas von wesentlichem Wert führen. Oh, der Omnissiah. Magos Ekaterina Malvolos analoges Backup-Block 8.6.4.3. Es ist besser, etwas zu tun, als in ehrfurchtiger Grundtragweite dieses Blocks zu erstarren. Mein Weg. Ich bin schon lange den goldenen Thron erreicht. Etwas unentwickelter Kontext hätte mir enorm weitergeholfen. Ich habe eine Anomalie im unbekannten Datenmeterset festgestellt. Nahezu der gesamte Code ist mir unbekannt. Mit Ausnahme einer einfachen Unterroutine einer sehr alten Lingua Technica, die schon lange veraltet ist. Ich werde mich darauf konzentrieren. Immerhin sagt sie mir etwas. Magus Ekaterina Malvolos analoges Backup-Log 8.6.C42V. Datenknoten der veralteten Lingua Technica erwachte beim Start zum Leben. Ich bete, dass die Maschinengeister, die hier innewohnen, vom Omnissiah erschaffen wurden. Hey. Ich verspüre immer noch den Drang, den uralten Code auszuführen. Maschinengott. Der Code ist nur ein einziges Wort. Ist das eine Aufforderung? Ein Befehl?
Jawohl. Was verbirgt sich hinter diesem einzelnen blinkenden Wort? Diese Frage raubt mir den Schlaf. Was hat es zu bedeuten? Leute? Das Wort lautet... Ah, herrlich. Dieses Durchgesäbel hier. Oh, den würde ich mir gerne einverleiben, weil ich habe keine Rüstung mehr. Wehe, das macht hier jemand von euch. Ja, ist wichtig. Ist wichtig. So, wir gehen weiter hoch. Oder? Geht's überhaupt weiter hoch? Ja. Mal gucken, ob wir irgendwo Stims haben oder so. Aber es ist hier rar gesät auf dem Acker der Verderbnis. Zerstören. Ah, hier ist doch schon wieder so ein Dingsbums. Und sie schwächen. So ein Gerät. Vielleicht wollen sie nur die Energiequelle. Und warum dann nur sich töten? So eine Gerätschaft. Ich weiß es nicht und will nicht spekulieren. Aber wir sind hier, um diesen Wahnsinn zu stoppen. So, weg damit. Warte mal, falsche Seite. Tschüss. Weiter. Ja. Ich persönlich nicht, nee. Das, zeig dich, Verräter. Das kann er auch gar nicht wissen, was ich mich sehe, ne, du. Das Artefakt ruft dich. Schwerer Bolter. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Zerstören. Weil... Sprecht ihr? Hört ihr ihn nicht? Nein. Billige Tricks. Ist auch sozusagen die dritte Waffe im Bunde. Wenn die leer ist, dann wechseln wir zu unserer anderen. Einfach reinhalten. Weg mit euch, Männers. Hier da hinten, der muss noch leiden. Und dann läuft das hier auch, ne? Und zwar erst rein. Wie viel haben wir denn noch? 54. Ist jetzt nicht so viel, aber die können wir, glaube ich, auch nicht nachladen. Weiter zum Lager. Mal ein bisschen gucken, ob es irgendwas Interessantes gibt. Ach, guck mal hier. Yep. Oha. Ja, komm. Den können wir schon mal wegmachen. Zack, der wird auch aus der Hüfte geschossen hier. So, nu. Runter. Ja, komm, ich mach das. Nee, mach das nicht. Dann macht er das. Das ist nicht der Standort einer Mechanikus-Makrowaffe. Eine Ausgrabung. Ist aber auch nur Kriegsgebiet, aber nur. Ja, unser Weg führt in die Tiefe. Untersuche die Ausgrabungsstätte. Oder müssen wir hier rein, oder wer? In den Berg? Der ist ja endlos groß. Chiron und Resilient. Betreten Mechanikus-Ausgrabungsstätte. Ah, hier ist Stimpack. Karten des Gebiets. Benutzen wir erstmal nicht. Auf Anordnung des Adeptus Mechanicus. Hier spricht Leutnant Titus. Anfrage autorisiert. Abgelehnt. Aurora-Siegel benötigt. Identifizieren Sie sich. Wie beschissen. Ah. Egal. Mehr Heretiker. Da ist schon wieder Action. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, da muss ich mir aber mal angewöhnen. Scheiße, der hat sich verzogen. Komm, mach ihn weg. Wir haben ja ein Stimpack. Wir haben wieder ein bisschen Rüstung. Also die Exekutionen sind mega wichtig, Leute. Ihr seht's. Der auch. Oh, der lebt noch. Da ist irgendwas hinter ihm explodiert. Leute, entspannt euch mal. Wir machen mal Folgendes.
Ah, okay. Oh, nicht hier reinhalten in das Fass. Nicht, dass uns noch alles um die Ohren fliegt. Ist hier noch irgendwo jemand? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Boah, was ist das für einer, ey? Oh, shit. Shit, shit, shit. Leute. Leute! Die sind so träge einfach. Das ist so krass. Nee, nee. Ich versuch's. Was ist denn mit dem Typen hier los? Wie viel steckt der ein? Ja, jetzt ist Ende. Boah, Alter. Also die sind ein bisschen zäh. Tatsächlich. Junge, Junge, Junge. Boah, da sind noch welche, ey. Ja, gut, den haben wir. Boah, ist das so einer? Der da hinten muss weg unbedingt. Wir müssen mal gucken. Ein bisschen Munition sammeln. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Komm. Rein. Das war wichtig. Den brauche ich auch. Naja, gut, dann nimm du dir den. Oh, da ist auch noch einer. Hä? Was ist hier los? Wir werden verarscht. Hä? Wo ist der Typ? Der veräppelt uns. Hier flitzt noch irgendwo einer rum. Das war nicht der letzte Feind. Nee, nee. Sicher nur die Nachricht. Bleibt wachsam. Ein Machtfragment der dunklen Götter, sagte Nemeroth, der Verräter. Wo ist es? Glaubt ihr das? Ihr glaubt es. Ich dachte, es sei zerstört worden. Anscheinend nicht gut genug. Dieser verfluchte Erzmagos. Wenn es von Verderbnis befallen ist, müssen wir es für immer zerstören. So ist es. So ist es und wird es immer sein. Wo müssen wir hin, Männer? Ach, hier ist offen. Ja, Leute. Rein in den Berg. Und weiter Spaß haben hier, ne? Vom Allerfeinsten. Kann ich euch nur sagen. Und zwar in der nächsten Episode. Wir machen jetzt hier einen kleinen Cut, ne? Und ich danke euch erstmal soweit fürs Reinschauen hier auf meinem Kanal. Dann Buddy, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Fun. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Nächste Episode morgen 18 Uhr auch hier auf YouTube. Auf Twitch geht es gleich weiter mit der nächsten Folge. Und wir sehen uns. Bleibt gesund. Euer Daddle Buddy. Macht's gut, Leute.